Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis von TestVenture und in diesem Tutorial zeige ich dir, wie du dein Roblox-Passwort zurücksetzen kannst, wenn du es vergessen hast. Los geht's! Um dein Roblox-Passwort zurückzusetzen, öffnen wir zuerst unsere Roblox-App am Smartphone oder wir gehen auf die Roblox-Webseite, wenn wir am Computer sind. In der Roblox-App drücken wir auf den zweiten Punkt mit Anmelden. Am PC findet ihr den Punkt oben rechts. Im nächsten Fenster wählen wir ganz unten den Punkt Passwort oder Benutzernamen vergessen aus. Jetzt können wir das Passwort entweder über unsere hinterlegte Handynummer oder über unsere E-Mail-Adresse zurücksetzen lassen. Ich möchte mein Passwort über meine E-Mail-Adresse zurücksetzen lassen und drücke dafür ganz unten auf den Punkt Passwort mit E-Mail-Adresse zurücksetzen. Eure E-Mail-Adresse muss dafür allerdings verifiziert sein. Im nächsten Fenster geben wir also die E-Mail-Adresse von unserem Roblox-Account ein. Haben wir das gemacht, drücken wir auf Abschicken. Jetzt bekommen wir die Bestätigung, dass wir von Roblox eine E-Mail mit weiteren Anweisungen erhalten werden. Wir öffnen also unser E-Mail-Postfach und sehen auch schon die E-Mail von Roblox. Schaut dafür in all eure E-Mail-Ordner. In der Roblox-E-Mail drücken wir dann auf den schwarzen Button mit Passwort zurücksetzen. Jetzt öffnet sich eine neue Seite und wir können uns ein neues Passwort festlegen. Wir geben also zweimal das Passwort ein und drücken dann auf Abschicken. Und schon wurde unser Roblox-Passwort erfolgreich zurückgesetzt und wir können uns nun mit dem neuen Passwort anmelden. Wenn ich dir also weiterhelfen konnte, dass du dich wieder in deinen Roblox-Account einloggen kannst, dann würde ich mich freuen, wenn auch du uns durch ein Like, ein Abo oder ein Super Thanks unterstützen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, deine TestVenture Crew.